den Kontrabass retten, aber vor allem das eigene Leben und irgendwo Schutz suchen vor den Kämpfen, dem Frost, vielleicht sogar etwas Essbares finden. Die Interessen der Bevölkerung und die der kämpfenden Soldaten waren durchaus ähnlich. Am Ende der Schlacht stand kein Haus mehr. Das Ausmaß der Zerstörung war weit größer als beispielsweise in Dresden. Und in den seltenen Momenten, als die Waffen einmal schwiegen, hatten alle eines gemeinsam: Hunger und kalte Füße. Siegfried Hüttner erinnert sich, wie er und seine Kameraden von der Panzerabwehr Schutz suchten, im Keller einer Ruine, in der sich schon russische Zivilisten versteckt hatten. Na, da sagen wir mal nein. Und da hatten die Zuhörer, ne? Gelb, Seebattenzuhörer, gelb und auch Mehl. Und da haben wir gleich mit ihnen heiß gemacht, Alter, müsst ihr wegen was schaffen, wir werden morgen Blinden bauen. Da haben wir Steine rum, drüber als Blech gelegt, das haben wir erst noch ein wenig gereinigt. Und noch da haben wir die Wasser und Mehl gerührt. Und das haben wir gebacken. Und da haben wir uns abgefreut an den Tag. Stundenlang tobten Gefechte um einzelne Häuser. Unzählige Male haben die verbissen Kämpfenden auf beiden Seiten dem Tod ins Auge geblickt. Und nur die wenigsten hatten einen so übermächtigen Schutzengel wie Heinz Krebs. 50 Meter entfernt stand ein russisches Backgeschütz, 2 Zentimeter. Und dachte, um Gottes Willen. Und da lag ich nur, dachte, wo ist denn meine Truppe? Und auf einmal kommen 2 Russen auf mich zu, mit einer weißen Fahne. Und da sagen die, da war ich gefangen worden, ne? Und da bin ich hoch und dann hörte ich unsere Plägen. Mensch Krebs, dich haben wir schon abgemeldet. Wo warst denn du? Und bring noch 2 Gefangene mit. Auch Erich Hofmann, unterwegs Richtung Stalingrad in seinem Funkwagen, hatte eine Begegnung, die sein ganzes Leben prägen sollte. Ich war als Soldat der Einzige, der keine Freundin hatte. Das haben meine Kameraden gemacht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt damals. Ja. Und da haben die mir eine Freundin verschafft. Ein russisches Mädchen. Margarita arbeitete in der Poststelle in dem Dorf, in dem die Truppe zeitweise Quartier bezogen hatte. Die Kameraden schickten Erich so lange immer wieder Post holen, bis es endlich funkte. Und die konnte gut durch, konnte direkt sich mit mir unterhalten. Und so habe ich dann auch Russisch gelernt. Ja, konnten wir in Deutsch oder Russisch unterhalten. Als Erich nach Stalingrad musste, ging viel Feldpost hin und her. Und nach dem Krieg blieb es nicht bei einer Brieffreundschaft. Ich bin der Sohn. Das ist der Sohn von diesem russischen Mädchen. Das ist der Sohn. Der deutsche Soldat Erich und das russische Mädchen Margarita heirateten. Eine Liebe im Krieg mit Happy End. Auch das hat es gegeben.